Träumst du auch von einer Karriere in den USA? Mein heutiger Gast hat genau das geschafft. Im ersten von drei Teilen erzählt er, wie er seine Karriere per Facebook gestartet hat, welchen Synthesizer wir beide geliebt haben und wie oft die BMI auszahlt. Herzlich willkommen zu Soundcast. Mein Name ist Tim Heinrich. Jetzt habe ich bei mir eine deutsche Erfolgsgeschichte. Komponist zuerst in Deutschland und war auch noch, ich glaube, Vorsitzender von Scorecast Germany. Hat zuerst ganz viele Demo-Tracks geschrieben für Libraries. Hat sich dann mit Library-Musik, also für Stock-Libraries, einen ganz großen Namen gemacht und hat, ich glaube, vor 2 Jahren den Sprung über den großen Teich nach Amerika geschafft. Hallo, Dirk Ehlert. Hallo, danke für die Einladung. Und ich glaube, du hast gar nicht mit Musik angefangen, sondern du hattest davor etwas mit Grafik oder Webdesign gemacht. Ist das richtig? Das ist richtig, ja. Ich habe, bevor ich Vollzeit in die Musik gegangen bin, vieles gemacht, vieles Unterschiedliches. Und Grafik und Webdesign war auch ein Teil davon. Wie kam denn dann die Musik? Denn die ist ja dann doch dein Schwerpunkt geworden. Oh Gott, ich versuche es möglichst kurz zu machen. Ich habe ursprünglich Musik und Englisch studiert, aber nicht abgeschlossen. So, dann nach einer ganzen Weile Studium habe ich mich irgendwann, als ich merkte, dass das mit dem Studium nicht zu einem Ende führen wird. Ich war so ein bisschen wie der ewige Student, habe aber dann irgendwie rechtzeitig den Absprung geschafft, um nicht ewig zu sein. Nochmal kurz überlegt, okay, was machst du jetzt? Und habe da als Freelancer mit Webdesign angefangen. Habe mich quasi nochmal ein Jahr hingesetzt und mir selber quasi alles beigebracht, was ich irgendwie wissen muss, will. Das war 2006 so ungefähr in dem Dreh. Und habe dann im Laufe dieser Tätigkeit irgendwann angefangen, mit einer Firma zusammenzuarbeiten, die dann irgendwann gesagt haben, wenn du eh schon irgendwie fast alles für uns arbeitest, dann kannst du auch bei uns im Haus direkt anfangen als Webdesigner und dann bist du nicht mehr Freelancer. Und damals klang das alles ganz vernünftig und dann habe ich das gemacht und der Chef von der Firma war seines Zeichens auch Gitarrist und ein ziemlich begnadeter sogar. Und mit dem zusammen habe ich damals nochmal ein Bandprojekt aufgebaut, das nannte sich Anzotica. Das war so ein Hybrid aus, bester Vergleich ist also Richtung Nightwish Within Temptation, Female Fronted Symphonic Metal, wenn man so will. Mhm. Und das war so eigentlich dann auch mein erster Berührungspunkt, mich zwangsweise mit orchestralen Arrangements auseinanderzusetzen, weil wir wollten so Musik machen, also mussten wir da auch irgendwie Orchester drunter packen. Und zu dem Zeitpunkt damals war das dann East-West Orchestra und das war so mein erster Vorstoß in die orchestrale Welt mit virtuellen Instrumenten. Und das ganze Album war auch recht erfolgreich. Das kam, glaube ich, 2008 kam das raus. Und wie das aber häufig denn bei Debütbands so ist, war es dann nach dem Debütalbum mit der ganzen Geschichte auch dann vorbei. Das ist ein Thema für einen komplett eigenen Podcast. Aber unabhängig davon war kurze Zeit später, denn war ich wieder in der Situation, mich wieder selbstständig machen zu müssen. Und das war zu der Zeit, als auch mein Sohn geboren wurde. Und da musste ich mir dann nochmal überlegen, okay, was machst du jetzt? Webdesign war der logische Schluss, da erstmal wieder hin zurückzugehen und da weiterzumachen. Aber ich habe mir dann nach der ganzen Geschichte mit Anzotica, mit diesem Bandprojekt, irgendwie musste versuchen, nochmal Musik damit reinzubringen. Mhm. Und habe dann, das war März 2011, glaube ich, genau, Februar, März in dem Dreh, mich wieder als Freelancer selbstständig gemacht, Webdesign, aber habe halt Musik quasi erstmal als Teilschiene mit dazugenommen und habe gesagt, okay, guck mal, was du mit Musik machen kannst. Und habe dann tatsächlich damals bei Audio Jungle angefangen. Habe also diesen für die es nicht wissen, Audio Jungle ist ein Online-Marktplatz für sehr günstige Lizenzvergabe, um es mal so zu formulieren. Also damals war das noch so, dass das irgendwie ein Track kostete da $14 und da konnten halt Filmemacher, Videomacher, YouTuber und so weiter sich einen Track lizenzieren. Und man kann dort selber seine Tracks quasi hochladen und verkaufen, zum Verkauf anbieten. Ist es denn so, dass man den Preis da auch selber festlegt?
Nee, bei Audio Jungle konnte man damals nicht. Jetzt haben sie es, glaube ich, auch geändert. Damals konnte man den Preis nicht selber festlegen. Damals war das auch noch komplett wirklich royalty-free im Sinne von, dass keine PRO-registrierte Musik erlaubt war. Also das war wirklich komplett GEMA-frei, BMI-frei und so weiter. Das war halt damals so die Situation und die Geschäftsbedingungen sozusagen. Und ich kann mich aber noch sehr genau erinnern, wie das war, als ich meinen ersten Verkauf dort von einem Track hatte, wo mir dann einfach bewusst geworden ist, okay, irgendwo auf der Welt ist jemand bereit, auch wenn es nur $14 waren damals. Aber auch damals gab es schon iTunes und so weiter, wo gesagt wurde, okay, ein Track kostet 99 Cent. Und mir wurde dann schon bewusst, okay, da ist irgendwo auf der Welt jemand, der bereit ist, $14 für einen Track auszugeben, um den halt in der Produktion zu verwenden. Und das hat so ein bisschen so eine Lampe im Hirn angeschaltet. Okay, das ist also ein durchaus interessanter Bereich. Und zu der gleichen Zeit damals kam dann halt auch Facebook so auf in Deutschland. Es war bis dato noch relativ unbekanntes Terrain, wie mal ein berühmter Politiker sagte, das ist für uns alle Neuland. Und dann war es aber so, dass ich halt für mich gesagt habe, okay, irgendwie da hatte ich so ein Bauchgefühl, versuch Facebook nicht als Procrastination-Tool zu sehen, sondern wirklich in deinen täglichen Arbeitsablauf mit einzubauen. Und habe halt 1 bis teilweise 2 Stunden täglich wirklich darauf verwendet, auf Facebook Zeit zu verbringen, mich mit verschiedenen Gruppen auseinanderzusetzen, insbesondere Facebook-Gruppen und natürlich dann entsprechend Musikschaffende und ähnliches, habe also Kontakte aufgebaut zu anderen Composern und mich viel versucht auch einzubringen in Diskussionen, in Gespräche und so weiter. Also nicht gleich mit dem großen Schild auf dem Kopf, suche Arbeit, sondern einfach erstmal ganz, wie man es heute auch als Hinweis immer wieder zu hören kriegt, versuche einfach erstmal in Anführungszeichen Freunde zu finden oder einfach Gespräche zu führen und so weiter, ohne gleich ein großes Schild auf der Stirn zu tragen, hast du Arbeit. So, dass die Leute dich erstmal kennen, wirklich, und auch wissen, dass du was zu sagen hast. Genau, dass man einfach erstmal auf einer anderen Ebene zusammenkommt als nur rein über die Arbeitsebene. Ich meine, viele Gespräche waren halt über musikalische Themen, logischerweise. Aber da ging es dann damals auch schon um Sample Libraries und Rechnerspezifikationen und alle so eine Geschichten, wie halt so dieser berühmte 19-Zoll-Nerd-Talk aussieht zwischen Composern. Und in dem Zuge habe ich halt viele Composer kennengelernt, unter anderem in London damals Russell Bell, der dann für eine Production Music Library in New York gearbeitet hat und mich den quasi vorgestellt hat. Und so bin ich da reingerutscht, meine ersten Sachen fürs US-TV zu schreiben. Das war damals ganz viel America's Next Topmodel und so eine Geschichten. Und das war durch die Bank weg von Orchestral Tension bis Hip-Hop Flavor, also leicht angetouched. Ich würde mich jetzt nicht als Hip-Hop-Producer bezeichnen, aber für die Geschichten damals halt ein Beat mit Strings mischen und so weiter, das ging dann schon. Und danach ging es dann eigentlich relativ schnell. Also es hat auch keine 3, 4 Monate gedauert, was ich erzählt habe, dass ich gesagt habe, Webdesign und Musik, dass Webdesign dann komplett hinten runtergefallen ist und die Musik halt komplett überhand genommen hat, sodass ich also mich wirklich nur noch darauf konzentrieren konnte. Und das fing dann 2012 an, habe ich dann über. Ich hatte damals, da gab es so eine Driven Creativity Competition von dem Festplattenhersteller G-Tech. Die machten so einen Wettbewerb für Film, Foto und Musik. Und da hatte ich damals mit einem meiner Tracks in der Kategorie Musik professionell gewonnen und war zu einer Ausstellung in London. Und hatte damals, du hattest vorhin kurz Scorecast angesprochen, das ist so also ein weltweites Netzwerk, gibt es auch Scorecast London und Scorecast USA und so weiter. Und hatte damals Scorecast London gepostet, bin in London, habe nichts zu tun oder habe ein bisschen Zeit und habe dieses Event, wo ich da hingehe und bin alleine, hat einer Lust mitzukommen. Und interessanterweise meldete sich da damals Argus González Loncharo, der heutige Library Runner von Really Slow Motion. Und der war zu dem Zeitpunkt damals noch in London und da habe ich den kennengelernt und da hatte mir erzählt von dem, was er vorhat, dass er halt in die USA gehen will und so ein Trailer-Label gründen will und so weiter und hatte mich halt gefragt, ob ich Bock hätte, dafür was zu schreiben. Und habe gesagt, klar, würde ich gerne probieren und habe dann, glaube ich, 2 Tracks auf dem ersten Release von Release Slow Motion damals gehabt
was insgesamt auch recht erfolgreich war. Jetzt nicht unbedingt im Sinne von Trailer Placements oder ähnlichem, aber in der Akzeptanz innerhalb der Industrie sozusagen. Er hat mich dann damals mit Guillermo de la Barrera von DOS Brains in Kontakt gebracht. Und ab 2013 habe ich dann ab 2012, fast für 5 Jahre dann exklusiv für DOS Brains gearbeitet. Und war dann 2013 auch das erste Mal in den USA, habe mich mit denen getroffen und LA quasi erstmalig kennengelernt, so ein bisschen. Das war zur NAMM Show damals. Und ja, von da kam dann einfach eins zum anderen, Stück für Stück, bis zu dem Zeitpunkt April 2018, dass ich dann nach LA gezogen bin. Ich versuche das jetzt an der Stelle dann mal abzubrechen oder kurz zu machen. Ja, aber man kriegt schon mit, du hast dann da wirklich Gas gegeben. Und was ich auch mal beeindruckend fand, du hast dann, glaube ich, für ziemlich viele Library-Hersteller, Sound-Library-Hersteller, auch noch die Demos geschrieben oder einige Demos geschrieben. Das ist richtig. Das hat angefangen in 2012. Angefangen hat es mit Sonoconetic. Die hatten damals mal so einen Wettbewerb mit einem Track, den man halt mit einer Library von ihnen schreiben sollte. Und den habe ich damals auch gewonnen und bin dann mit Sonoconetic in Kontakt gekommen als Beta-Tester und Demo-Writer für ihre Libraries. Und für mich war das auch so ein bisschen eine Notwendigkeit sozusagen. Ich fand das einfach relativ clever, mich mit möglichst vielen Library-Herstellern in Verbindung zu setzen und zu sagen, okay, Leute, ich habe irgendwie ein Händchen dafür, Bugs zu finden in den Geschichten, beziehungsweise habe Spaß daran, das durchzutesten und halt auch euch Demos zu schreiben und so weiter. Und Umkehrschluss war natürlich, dass ich den Vorteil hatte, dass ich mir nicht alle Libraries kaufen musste, was gerade als anfänglicher Komponist sehr hilfreich war, Ja. um das Soundarsenal ein wenig zu erweitern. Aber ich habe immer gesagt, dass ich das jetzt nicht mache, um jetzt Free Libraries abzugrasen, sondern in erster Linie war schon mein Gedanke, den Leuten, die diese Libraries verkaufen wollen, in irgendeiner Form zu helfen, soweit es mir halt möglich war. Ja, vor allem, wenn du es hochrechnest, wie viel Zeit du da investierst und was so eine Library kostet, ist das dann ja doch sehr viel Arbeit, die man investiert. Genau. Gerade damals habe ich das gemerkt, dass viele Leute, ja, du kriegst ja Free Libraries und so weiter, aber viele sehen halt nicht, dass da auch wirklich Arbeit dahinter steckt. Und zwar halt, also wer das wirklich nur macht, um die Free Library abzugrasen, wird da auch nicht lange bestehen. Also das wird dann auch ein Hersteller relativ schnell merken, ob jemand halt wirklich das Ganze auch durchtestet und Feedback gibt oder ob der halt einfach nur eine Library haben will. Ja. Das ist ein großer, großer Unterschied. Viele fragen manchmal auch immer, also generell, wenn es um Komposition geht, welche Art der Vorbildung man dann irgendwie genossen hat oder empfiehlt. Also hast du da irgendeinen Lehrer Da gehabt, bin hast du Unterricht bekommen? ich kein gutes Beispiel zu fragen, weil löwenanteilig bin ich, was das Ganze angeht, Autodidakt. Ich habe Chorunterricht und Gesang gehabt. Ich habe einen Popchor gesungen für über Jahre. Habe Solo-Gesangsunterricht gehabt, also so ein bisschen Stimmbildung und sowas gemacht. Und habe dann halt, als es dann schlussendlich soweit war, als ich schon viel Musik gemacht habe, so mit Schulband und so weiter, als es dann ans Studium ging, habe dann in Potsdam auch Musik studiert, war aber, wie ich schon anfangs erwähnt habe, ein sehr schlechter Student und hatte irgendwie auch überhaupt keine Lust darauf, mich mit Musik anderer Leute zu befassen. Ich wollte eigentlich nur eigene Musik machen. Und das ist für ein Musikstudium jetzt nicht unbedingt die denkbar günstigste Voraussetzung, weil man sich ja dann doch auch mit vielen anderen Sachen auseinandersetzen muss. Hab aber schon relativ früh angefangen, in Produktion auch reinzuschauen. Also ich habe das erste Mal mit Cubase gearbeitet. Da gab es noch nicht mal den Piano Roll Editor. Ich glaube, Cubase hieß damals die erste Version. Also von der ersten Stunde an. Sozusagen, ja. Mit Pausen zwischendurch, aber grundsätzlich war ich damals schon in der ersten Version und habe mir die. Ich kann mich14 noch sehr gut erinnern auf dem alten 386er meines Vaters mit, glaube ich, 64 Megabyte RAM oder so. Da war nicht viel zu holen. Genau, dann habe ich angefangen, in die ganze Produktionsschiene reinzuschnuppern, schon damals mit dem Rechner meines Vaters. Und habe da so ein bisschen meine Liebe für entdeckt, einfach für die gesamte Produktionstechnik. Und habe dann, das muss 1997 oder 98 gewesen sein, durch ein Schulprojekt, lustigerweise, bin ich dann an meinen ersten Korg nur ins WFD gekommen.
Das war mein erstes großes Instrument sozusagen, auf dem ich halt ein bisschen was probieren und produzieren konnte. Sehr geil. Das Ding hatte ich nämlich mir nicht gekauft, aber ich habe es geliebt und dann habe ich mir das, ich glaube, 10 oder 15 Jahre später nochmal gekauft. Damals war ich total begeistert durch die ganzen Menüunterstrukturen auf diesem kleinen LCD-Display durchzujagen und das alles auszuprobieren. Und für damals waren die Sounds halt göttlich. Und das war schon ziemlich cool. Aber um die Frage zu beantworten, bei mir kam halt das musikalische Know-how wirklich über Learning by Doing und einfach machen. Immer vorwärts, immer weiter. Und es gibt so bestimmte Sachen. Ich glaube, ich hatte immer so ein relativ gutes Händchen für Musiktheorie. Das ist so, glaube ich, mein Vorteil, den ich habe. Ich habe ein relativ gutes Ohr und kann relativ schnell so, weiß ich, einen Song im Radio hören und danach spielen und so. Ich habe jetzt kein absolutes Gehör, definitiv nicht. Aber kann relativ gut hören, was in einem Track passiert, wenn es jetzt nicht übermäßig kompliziert ist. Und das hat mir eigentlich immer weitergeholfen und es ist falsch zu sagen, mich nie um Regeln geschert. Das stimmt nicht, weil ich glaube, wenn man Musik macht und darauf achtet, dass es dann einigermaßen vernünftig klingt, dann beachtet man halt auch automatisch eigentlich so die meisten Regeln. Weil wenn man die nicht beachtet, dann klingt es halt meistens auch nicht gut. Von daher, das war so ein homogener Prozess bei mir, der einfach automatisch stattgefunden hat, ohne dass ich mich jetzt wirklich um die eindeutige Kontrapunkttheorie dahinter gekümmert habe oder ähnliches. Und manchmal mache ich mit Sicherheit noch Fehler, was Musiktheorie angeht, aber ich bin halt grundsätzlich der Meinung, wenn es gut klingt, dann ist es auch gut. Ja, eben. Also ich glaube ja auch, Regeln sind nur dafür da, dass man ein Werkzeug hat, dass man einfach schnell ist und schnell arbeiten kann. Jemand anderes, der braucht dann vielleicht ein bisschen länger, aber wenn man dann die Erfahrung auf eine andere Art und Weise gesammelt hat, dann funktioniert es auch so. Genau, das sehe ich auch so. Natürlich haben Leute, die eine Ausbildung in vollen Zügen genießen mit allem drum und dran, haben sicherlich den einen oder anderen Vorteil, gerade was das Handwerkzeug angeht, wenn man das halt vergleicht mit dem Tischler. Der eine hat halt einen selbstgebauten Hobel, den er sich über die Jahre aufgrund seiner Erfahrung zusammengebaut hat und kann damit sicherlich gut arbeiten. Der andere hat halt einen hochprofessionellen, industrieentwickelten Hobel und kann vielleicht das Holz damit schneller hobeln. Aber häufig ist das Ergebnis am Ende dann doch so ziemlich ähnlich. Und genauso ist es in der Musik auch. Natürlich würde ich mir manchmal wünschen, dass ich noch ein bisschen mehr Theoriekenntnis hätte, gerade jetzt, nachdem ich das jetzt seit fast 12 Jahren mache, dass ich so bestimmte Sachen, da merkt man einfach, wo man an die Grenzen stößt, was man nicht gelernt hat. Und da dauert es ja manchmal ein bisschen länger, sich damit auseinanderzusetzen. Gerade wenn es jetzt zum Beispiel Jazz ist halt überhaupt nicht mein Metier. Ich wünschte, ich hätte mir mal mehr Zeit genommen, das mal richtig zu lernen und mich damit zu befassen, weil das natürlich in vielerlei Hinsicht, in vielen Musikstilen sehr weiterhilft. Aber ist halt nicht so, also muss ich mich da ein bisschen drumrum schubbeln. Ja, ich muss gestehen, in meinem Studium wurde mir da auch unglaublich viel angeboten und gerade die Jazz-Richtung. Ich war damals echt nicht bereit dafür. Könnte ich mich heute echt selbst kasteien und ich hätte da noch mehr mitnehmen müssen. Das kann man jetzt natürlich nachholen. Aber gut, wenn man da nicht bereit für gewesen ist und nicht den Kopf für hatte, okay, dann war das eben so. Aber das ist ja das Spannende in unserem Job, dass es da irgendwie immer etwas Neues gibt, sei es Sounddesign, Jazz, irgendwelche neuen Techniken, von denen man nichts davor wusste. Das finde ich auch mal sehr, sehr geil. Ja, das ist auf jeden Fall sehr interessant. Also wenn man dieses Metier mag, wird dieser Job eigentlich nie langweilig. Also insbesondere dann, es ist ja schlussendlich nach wie vor ein kreativer Job und es hängt sehr viel davon ab, wie kreativ man halt selber ist oder sein kann. Und es gibt halt viele Tools, die helfen, diese kreative Initialzündung voranzutreiben. Das ist schon wirklich sehr cool. Das heißt, dass es ganz lange und vielleicht auch jetzt noch so ist, dass der Main Income durch Production Musik bei dir besteht. Ja, definitiv. Also der Hauptlöwenanteil sind die vierteljährlichen BMI-Checks. Ich wollte gerade nachfragen, wie oft es da irgendwelche Auszahlungen gibt. Ist das nur BMI oder sind das noch andere Sachen? Grundsätzlich war das lange Zeit lang erstmal nur BMI und das ist halt
was man sich bewusst sein muss, ist, dass das ein Prozess ist, der halt nicht in 1 oder 2 Jahren stattfindet. Also das dauert schon gut und gerne seine 7, 8, 9 Jahre, bis man wirklich sagen kann, okay, man hat davon ein erträgliches Auskommen. Man nennt das ja sogenanntes Mail Money. Also das ist halt das Geld, was einfach zugeschickt wird, weil man muss nichts mehr dafür tun. Was aber auch nicht wirklich stimmt, weil man hat ja wirklich sehr viel dafür getan. Also das ist so ein bisschen die Pension, die man sich da aufbaut. Das war der erste von 3 Teilen. Im 2. Teil verrät Dirk, wie viele Tracks man braucht, um davon leben zu können, wo man nicht immer wie ein Komponist denken sollte, wo man sich für die BMI und nicht für die GEMA entschieden hat, warum er in die USA gegangen ist und vor allen Dingen wie. Und es gibt einen Geheimtipp, wie man den richtigen Anwalt findet. Production Music ist nur eine Möglichkeit, als Musiker sein Geld zu verdienen. Noch mehr Möglichkeiten findest du in meinem E-Book 45 Einnahmequellen für Musiker. Wenn du den Newsletter für diesen Podcast abonnierst, erhältst du viele weitere zusätzliche Informationen, eine komplette Liste mit allen Folgen, kostenlosen Content und erhältst obendrauf das E-Book kostenlos dazu. Die Links findest du in den Shownotes.